Kapitän Marco Reus darf für Borussia Dortmund trotz seiner roten Karte im Derby noch in den Titelkampf der Bundesliga eingreifen. Der Nationalspieler wurde vom DFB-Sportgericht am Montag für 2 Spiele gesperrt und ist damit am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach 18. Mai wieder dabei. Bildergalerie: BVB unterliegt Schalke und verpasst Platz 1. Die Aufreger des Revierderbys 18 Bildersaison für Wolf vorzeitig beendet. Die Spiele bei Werder Bremen am Samstag und gegen Fortuna Düsseldorf am 11. Mai wird Reus hingegen verpassen. Für seinen Teamkollegen Marius Wolf, der 3 Spiele Sperre bekam, ist die Saison vorzeitig beendet. Reus hatte beim 2:4 gegen Schalke 4 Uhr morgens Samstag seinen Gegenspieler Suat Serda in vollem Lauf von hinten mit einer Grätsche zu Fall gebracht. 60. Minute. Nach eigenem Bekunden hatte er sich verschätzt: Wer mich kennt, weiß, dass ich niemals den Gegner verletzen möchte. Ich wollte zum Ball gehen, er macht einen Zwischenschritt und ich treffe ihn an der Achillessehne, sagte Reus. Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeigeschiedsrichter Felix Zweier, Berlin, entschied dennoch sofort auf rote Karte. Es war die erste gegen Reus in dessen 259. Bundesligaspiel. Daniel Caligiuri verwandelte den fälligen Freistoß zum vorentscheidenden 1:3. Kurz darauf sah Wolf ebenfalls wegen groben Foulspiels an Serda rot. Meistgelesene Artikel in Fußball, Coupe de France. Kritik an Tuchel wird lauter. Fußball, Bundesliga. Darum kam Robben nicht zum Einsatz. Fußball, Bundesliga. Bayern gibt Entwarnung bei James. Fußball, Bundesliga. DFB sperrt Reus und Wolf. Sport, Embader. Fluch des Schauspielers Wolf. Faul von anderer Qualität. Hans E. Lorenz, der als Vorsitzender die Einzelrichterurteile fällte, sah in Wolfs Faul eine andere Qualität. Die vom äußeren Geschehensablauf ähnlichen Fälle unterscheiden sich darin, dass Reus den Ball spielen wollte. Der Einsatz von Wolf hingegen erfolgte nicht ballorientiert. Er hatte keine Chance, mit seinem Tackling den Ball zu erreichen, sagte er. Der BVB liegt 3 Spieltage vor Saisonende 2 Punkte hinter Tabellenführer und Titelverteidiger Bayern München. Punkt. Let's Block jetzt.